Erst einmal alles Gute für das neue Jahr 2021. Wie kann man das neue Jahr am besten beginnen? Natürlich mit einem Review über einen neuen Planer. Hier habe ich eine weitere Empfehlung für euch. Im letzten Jahr habe ich euch den Weekview Business Kalender vorgestellt. Hier kommt nun die kleinere Variante, der Compact Note Planer 2021. Dieser geht von Januar bis Dezember, hat 60 Notizseiten, ein Tafelplaner und 366 Sticker. Das Papier ist 80 Gramm Tintenblockerpapier und der Planer ist made in Germany. Ich finde diesen Planer sehr praktisch, weil dieser bereits eine gewisse Struktur vorgibt. So brauche ich mir nicht mehr sehr viele Gedanken darüber zu machen, wie ich einen neuen Planer aufbaue. Das ist auch der Grund, warum ich die Planer von Weekview so mag. Auf dem schwarzen, robusten Deckel ist noch einmal Weekview kompakt eingeprägt. Ein tieferer, runder Kreis mit der Bezeichnung Note und die großen Ziffern runden die Ansicht ab. Was gibt es sonst noch zu sehen? Auf dem Buchrücken hat man das Jahr 2021 stehen, sodass man dieses im Regal schön einordnen kann. Da die Planer von Weekview auch zur Reflexion dienen, ist es manchmal auch sinnvoll, seine Vergangenheit zu betrachten. Mit den Jahreszahlen auf der Rückseite findet man den Planer so schneller im Regal wieder. Wie bei Weekview typisch gibt es ein elastisches Band, um den Planer zu verschließen. Der innere Einband des Wochenplaners ist in einem schönen Blau, wie das von Weekview, gehalten. Was wird alles mitgeliefert? Der Planer hat eine Froschtasche zum Einkleben. Auch ein kleines Prospekt über die Weekview Akademie liegt bei. Dort ist auch die Story des Gründers Nikolaus Obersteiner enthalten. Er war Projektleiter bei Siemens und weiß daher, wie Zeitmanagement funktioniert. 2010 gründet er die Firma Weekview. Dann sind noch die anfangs erwähnten Aufkleber dabei. Hier sind solche Reiterkärtchen. In der Mitte ist eine kleine Falz, sodass man diese um die einzelnen Blätter kleben kann. Diese erleichtern das Auffinden der einzelnen Abschnitte. Wie auch beim Businessplaner gibt es wieder Sticker, um seine Termine bunt und kenntlich zu machen. Zusätzlich zum Planer liegt eine Halbjahresansicht bei. Auf beiden Seiten befindet sich jeweils ein halbes Jahr. Jede Woche hat im Hintergrund leicht die Kalenderwoche hervorgehoben. Jedes Quartal ist mit einer eigenen Farbe dargestellt. Auf der Umschlagseite kann man seine persönlichen Daten eintragen. Das ist auch praktisch, falls man seinen Planer verliert, könnte man ihn so wiederbekommen. Weiterhin kann man noch eintragen, wer bei einem Unfall zu benachrichtigen ist. Wie auch beim Businessplaner gibt es im Compact Note Planer eine ausführliche Anleitung, wie man die ganzen Tools nutzt. Die Quartale sind auch noch einmal im Heft abgedruckt. Dies ist ähnlich wie bei den Einlegeblatt. Weiter geht es mit Quartal 3 und 4. Hier sieht man auch, dass die Feiertage eingetragen sind. Auch die Bundesländer sind den Feiertagen zugeordnet. Das Jahr 2022 ist auch bereits abgedruckt. Kommt man da im Jahr 2021 zum Jahresende hin, kann man so seine Termine schon vorab eintragen. Der Ferienplaner für Deutschland und Österreich sowie die Zeitzonen sind im Planer auch enthalten. Dies findet man auch in vielen anderen Planern. Ganz toll finde ich den Tracker. Mit diesen kann man wiederkehrende Aufgaben erfassen. Diesen kann man zum Beispiel als Gewohnheitstracker nutzen. Zum Beispiel kann man Spalte A mit Sport belegen und jedes Mal, wenn man Sport macht, macht man dort ein Kreuzchen. So visualisiert man dann seine Gewohnheiten und kann die dann auch entsprechend anpassen und optimieren. Der Planer ist auch wieder nach Wochen aufgebaut, denn die ganzen Planer von Weekview funktionieren nach dem Wochensystem. In diesem Bereich kann man die Ziele definieren. Oben gibt es wieder einen Aufbau nach Reitern für mittelfristige und langfristige Ziele. In die Reiter kann man sich für einen Braindump schon Ziele notieren. Im mittleren Bereich können persönliche Ziele als Jahresziele und Lebensziele definiert werden. Weiter geht es mit Familie und Freunde. Hier kann man sich sicherlich für 2021 wieder vornehmen, seine Freunde zu treffen. Dann gibt es noch die Spalten für Arbeit und Gemeinschaftliches und Soziales. Im unteren Bereich hat man die Monate, wo man einzelne Aufgaben zuordnen könnte. Auch im Compact Note gibt es eine Übersicht über die Projekte. Die Ansicht ist nach Monaten aufgeteilt und die Kalenderwochen sind dargestellt. Auf der oberen Seite befinden sich Piktogramme, die man für die Planung nutzen kann. Für die Reflexion gibt es in diesem Planer auch einen Jahresrückblick. Dort kann man für die verschiedenen Bereiche seine positiven und negativen Erfahrungen eintragen.
auch eine Seite für ein Resümee gibt es. Wie anfänglich erwähnt, reflektiert man mit dem Planer. Da ist es gut, dass die Jahreszahl auf dem Rücken verzeichnet ist und man diesen so im Regal einfach wiederfinden kann. Auch für das Jahr 2022 kann man seine Ziele vorab in dem Planer festlegen. Und man hat auch eine Seite für Notizen. Praktisch finde ich in dem Planer die Quartalsplanung. Dort kann man die 5 wichtigsten Ziele festlegen und begründen, warum man diese festgelegt hat. Weiterhin kann man Themenbereiche definieren, Aufgaben zuordnen und diese auf der Timeline darstellen. Im unteren Bereich sind wieder kleine Piktogramme als Vorschläge, welche man hier nutzen kann. Zusätzlich gibt es die Rubrik Quartale beobachten. Dort kann man zum Beispiel seine Ziele beobachten. Weiterhin können Anmerkungen, positive und negative Ereignisse aufgeschrieben werden. In der Wochenübersicht sieht man oben links die aktuelle Kalenderwoche und die nachfolgende Kalenderwoche. Die Felder kann man dafür nutzen, um zukünftige Termine im Blick zu halten, zum Beispiel, dass man für einen bestimmten Geburtstag noch ein Geschenk besorgen muss. Dann kann man noch nach der Eisenhower-Matrix seine Ziele nach A, B und C definieren. Auf der rechten Seite ist die Woche nach Tagen dargestellt. Diese hat aber nicht wie im Businessplaner einen Zeitstrahl. Die Feiertage sind auch bereits eingetragen. Auf der linken unteren Seite befindet sich jeweils ein schönes Zitat. Dieses regt mich oft an, über bestimmte Ereignisse noch einmal tiefer nachzudenken. Im Planer sind auch 2 praktische Lesebänder vorhanden. Mit diesen kann man verschiedene Seiten markieren und so schneller auffinden. Hiernach folgt dann das 2., 3. und 4. Quartal. Diese sind genauso aufgebaut wie die ersten Quartale. Hier sind wir dann schon im Dezember angekommen. Es folgt der Listen- und Notizteil. Auch hier gibt es eine kleine Anleitung. Praktisch finde ich die Listenübersicht. Die Listen sind durchnummeriert und können benannt werden. Die Seitennummer der Liste kann dann auch in die Liste eingetragen werden. Weiterhin gibt es noch Seiten für Notizen in kariert und Punktraster. Auf jeder rechten Seite habe ich noch eine Hilfe. Hier steht zum Beispiel NO für Notizen und 5859 für Notiz 5859. So finde ich dann schneller die Notizen oder das, was ich gerade in dem Planer suche. Im hinteren Teil gibt es noch einen Wochenplan. Den könnte man als Stundenplan zum Beispiel nutzen. Auf der letzten Seite gibt es dann noch Platz für wichtige Rufnummern, falls man sein Handy vergessen hat oder wenn man private und berufliche Kontakte trennen muss. Hinten befindet sich noch eine praktische Froschtasche. In diese kann man Unterlagen wie Quittungen oder Visitenkarten packen. Das A6-Format des Planers ist sehr handlich. Der durchdachte Aufbau des Planers gefällt mir persönlich sehr gut. Wer keine Übersicht nach Stunden benötigt, kann als Füllerbegeisterter beherzt zu diesem Planer greifen. Falls ihr noch unschlüssig seid, ob ihr jetzt den VicView Business Planer oder den Compact Note kaufen sollt, dann schaut doch gerne mal mein anderes Review an. Ich persönlich kann beide Planer empfehlen. Sie sind ähnlich wie ein Bullet Journal aufgebaut. Für Personen wie mich, die gerne eine Anleitung haben möchten, sind die Planer sehr hilfreich. Ich hoffe, mein Review konnte euch weiterhelfen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Was habt ihr für einen Planer für 2021? Schreibt's mir einfach mal in den Kommentar. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Review wieder. Macht's gut, alles Liebe und einen guten Start in das neue Jahr.